Hallo, heute gibt es den wieder mal etwas verspäteten Lesemonat, diesmal für April, Teil 1. Ich habe gelesen von Martin Walser Ein fliehendes Pferd. Hier geht es um zwei Ehepaare vom Alter her Ende 40, die sich zufällig im Urlaub begegnen. Die zwei Männer kennen sich von früher aus Schul- und Studienzeiten, haben sich aber seitdem nicht mehr gesehen. Und diese beiden Männer sind so unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Ohne zu viel vorwegzunehmen, Helmut, einer der Männer, hat keine Erwartungen mehr an das Leben, ist relativ träge und lebt zurückgezogen. Der andere Mann, Klaus, hingegen ist sehr aktiv, lebt sehr gesundheitsbewusst und möchte das Maximum aus seinem Leben rausholen. Klaus drängt sich mit der Zeit immer mehr auf. Er beginnt zu planen, was sie zu viert alles unternehmen könnten. Helmut kann sich der Sache nicht entziehen, obwohl es ihm gar nicht passt. Er hält nicht viel von Klaus und auch nicht viel von Klaus' Lebensart. Und mit der Zeit reißt die Kluft zwischen diesen beiden Männern immer weiter auseinander, bis zu einem Punkt, wo sich das Ganze richtig zuspitzt. Das Ganze mag jetzt recht unspektakulär und vielleicht sogar sehr simpel klingen, ist es aber überhaupt gar nicht. Zum einen durch die Art, wie sich die Charaktere und ihre Lebenseinstellungen dem Leser mit der Zeit offenbaren. Walser schafft es nämlich mit einer wunderschönen Beobachtungsgabe, das Innenleben und die Psyche der Figuren darzustellen. Und zum anderen bringt er das Ganze in einen größeren Zusammenhang. Er schafft ein Bild der Gesellschaft durch diese zwei sehr unterschiedlichen Standpunkte. Und es geht auch um das Selbstbild dieser Männer und auch um ihr Selbstbild in der Gesellschaft sozusagen. Aber sehr viel mehr will ich gar nicht verraten. Es ist kein Buch, das von Handlungen lebt, sondern es geht hier vielmehr darum, die Charaktere zu entdecken und dann eben, ich sag mal, in Relation zueinander zu setzen. Es ist ein kleines, großes Buch mit Tiefgang, das mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und ich muss es nochmal wiederholen, mit einer wunderschönen Beobachtungsgabe und einer präzisen Darstellung des Einzelnen und des Zwischenmenschlichen. Und ja, ein kleines Porträt der Gesellschaft. Das nächste Buch war eine Graphic Novel und zwar Insekt von Sascha Hommer. Das Ganze spielt in einer Stadt, die ununterbrochen, durchgängig umgeben ist von dunklem Rauch. Deswegen sind die Bewohner angewiesen auf Taschenlampen und Laternen und trotzdem haben sie keine gute Sicht. Außerhalb dieser Stadt leben die sogenannten Insekten. Die Stadtbewohner möchten mit diesen Insekten nicht in Berührung kommen und nicht mit ihnen in Kontakt treten, denn es heißt, sie würden ansteckende Krankheiten verbreiten. In diesem Buch geht es um einen Jungen, der in die Schule geht, ist bei seinen Mitschülern sehr beliebt, hat seine Interessen, viele Freunde und so weiter. Er lebt eigentlich eine sehr glückliche Kindheit. Doch eines Tages kommt heraus, dass dieser Junge ein Insekt ist, was die anderen, dadurch, dass sie nicht so gut sehen können durch den ständigen Rauch, vorher nie festgestellt hatten. Und auch der Junge selbst wusste nicht, dass er ein Insekt ist. Und damit beginnen natürlich die Probleme und auch die Ausgrenzung. Es ist natürlich klar, dass Insekt hier ein Platzhalter für alles Mögliche sein kann. Es ist etwas, was wir leider in unserem Alltag immer wieder beobachten. Und deswegen konnte mir diese Graphic Novel auch nichts Neues aufzeigen. Ich konnte dem Buch nichts Neues entnehmen. Und deswegen, ja, war ich ein wenig enttäuscht. Ich denke, dass dieses Buch eher geeignet ist für junge Leser, zumal es auch erzählt wird aus einer Kinderperspektive. Erwachsenen würde ich dieses Buch wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Über das nächste Buch hatte ich schon gesprochen im Video Psychologisch interessante Romane Teil 2. Deswegen werde ich nicht sehr detailliert darauf eingehen an dieser Stelle. Falls ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, verlinke ich euch das andere Video natürlich unten in der Infobox. Ich rede übrigens über Eden Express, die Geschichte meines Wahnsinns von Mark Vonnegut. Hier erzählt Mark Vonnegut aus den 60er, 70er Jahren autobiografisch, wie er mit noch anderen Leuten zusammen in der freien Natur eine Hippie-Kommune gründet. Später wird er schizophren und das ist eigentlich das Hauptthema in diesem Buch. Wir verfolgen hautnah mit, was ein Schizophreniekranker erleiden muss und was er alles erlebt und wie er es erlebt. Wir stecken im Kopf eines Schizophreniekranken und für all diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren und wirklich wissen möchten, was Schizophrenie bedeutet, für all diejenigen ist dieses Buch mit Sicherheit das Richtige. Das nächste Buch war wieder eins von Amélie Nothomb, diesmal Reality Show.
Wie der Titel ja schon vermuten lässt, geht es hier um eine Reality-Show. Bürger werden ohne Vorwarnung und wahllos von der Straße entführt. Dann werden sie aufgeteilt in Gefangene und in Wärter, die Capos genannt werden. Nach dieser Selektion werden sie zur Fernsehkulisse gebracht, die aussieht wie ein Lager. Die Sendung heißt übrigens Konzentration. Die Gefangenen haben keinerlei Rechte, keine Freiheiten, die Nahrung ist zu knapp, sie leiden Hunger und sie sind insbesondere den Grausamkeiten und der Willkür der Capos, also der Wärter, ausgesetzt. Es gibt noch ein paar Details, die ich aber hier nicht erläutern möchte, die diese ganze Show noch sehr, sehr viel grausamer machen. Wir verfolgen hier hauptsächlich eine Gefangene, die sich auffällig, unauffällig, also sehr still verhält und dadurch und auch durch ihre Schönheit zum Publikumsliebling, aber auch zum Liebling einer Wärterin wird. Diese Gefangene und auch andere Gefangene werden sich dieser möglichen Machtposition bewusst. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ob diese Position zum Fluch oder Segen für die Gefangenen bedeutet und ob sie überhaupt Macht hat. Die Reality-Show, wie sie hier beschrieben wird, ist ein absolutes Extrem. Sie ist sehr überzeichnet, aber gerade dadurch, finde ich, wird einem noch viel besser vor Augen geführt, um was es bei solchen Sendungen geht. Und zwar aus allen Perspektiven. Also in diesem Fall aus der Sicht der unfreiwilligen Teilnehmer, der TV-Bosse, der Politik und vor allen Dingen auch der Zuschauer. Wie immer bei Notturm geht es hier um Abgründe und um die dunklen Seiten der Menschen oder der Menschheit. Ein knallhartes Buch, das sicherlich nichts Neues thematisiert, aber durch die Extreme das Ganze auf eine ganz andere Ebene führt und dadurch unglaublich fesselnd und lesenswert wird. Das nächste Buch ist I Saw a Man von Owen Shears. Es geht hier um Michael, einen Schriftsteller, der in jungen Jahren schon Witwer geworden ist. Nach dem Tod seiner Frau zieht er von Wales nach London und lebt dort sehr zurückgezogen. Er hat kaum soziale Kontakte, nur mit seinen Nachbarn, einem Ehepaar mit zwei kleinen Töchtern, entwickelt sich eine sehr tiefe Freundschaft. Michael geht bei ihnen ständig ein und aus, er gehört sozusagen schon zur Familie. Eines Tages sieht Michael, dass die Hintertür der Nachbarn offen steht. Er betritt das Haus und stellt fest, dass niemand zu Hause ist. Und dann passiert da etwas, was das Leben aller verändern wird. Aber es dauert, bis wir Leser erfahren, was dort geschieht. Das Buch beginnt zwar damit, also mit Michaels Eintritt in das Haus durch die Hintertür, aber diese Geschichte wird immer wieder unterbrochen. Es gibt immer wieder Cuts, in denen wir dann über Michaels Vergangenheit lesen. Also wie er seine Frau kennengelernt hatte, wie sie gelebt haben. Dann lesen wir auch über eine Geschichte, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, die aber auch im Zusammenhang mit Michaels Leben steht. Und wir lesen natürlich auch beispielsweise darüber, wie sich Michael mit den Nachbarn angefreundet hat und so weiter. Also es gibt immer wieder diese Rückblenden und genau dieser Aufbau hat mich ehrlich gesagt auch etwas gestört. Denn diese Geschichte, Michaels Rundgang im Haus, wenn ihr so wollt, war für mich eigentlich der Teil, der sehr viel Spannung versprochen hat. Aber dadurch, dass wir ständig diese Unterbrechungen hatten und diese Rückblenden sind häufig seitenlang, sodass die Geschichte Michael im Haus immer wieder während des Lesens mal in den Hintergrund gerückt ist. Zudem ist genau diese Geschichte, Michael im Haus nenne ich es jetzt mal, sehr, sehr langsam vorangeschritten. Also zu langsam, um wirklich für mich Spannung aufkommen zu lassen. Und deswegen war ich mit dem Aufbau irgendwie nicht so ganz glücklich. Dennoch fand ich dieses Buch sehr gut. Die Themen, die hier behandelt werden, fand ich sehr interessant. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es geht natürlich um den Umgang mit Verlust und Trauer. Es geht aber auch um Schuld und um Aufrichtigkeit bzw. Unaufrichtigkeit und um noch ganz, ganz viele andere Themen mehr. Das fand ich an sich sehr interessant und ich fand vor allem auch den Schreibstil von Owen Shears sehr angenehm. Es war sehr, sehr schön zu lesen. Es ist kein schlechtes Buch, das möchte ich wirklich nicht sagen, aber um es wirklich richtig gut zu finden, hätte es einfach anders umgesetzt werden müssen, meiner Meinung nach. Wenn man es vorher weiß, kann man das Buch bestimmt besser genießen. So, dann habe ich gelesen, ich habe den Eindruck, ich halte mich nicht so ganz an die Reihenfolge. Ist ja aber auch egal.
Auf jeden Fall habe ich im April noch gelesen, Angst hat die Quersumme 5 von Gede Kallesen. Auch über dieses Buch hatte ich in dem vorher schon besagten Video Psychologisch interessante Romane Teil 2 gesprochen. Deswegen werde ich es hier auch nur sehr kurz fassen. Hier geht es um Anna. Anna ist Reisefotografin und sie leidet unter Agoraphobie, also unter Angstattacken und Panikattacken. Das weiß sie anfangs natürlich nicht, die Situation wird aber immer schlimmer und irgendwann wirkt sich das natürlich auf ihr gesamtes Leben aus, beruflich und privat. Und wir verfolgen eben Anna dabei, wie sie versucht, das wieder in den Griff zu kriegen. Diese Teile fand ich sehr interessant und sehr aufschlussreich. Allerdings muss ich sagen, gab es hier einige Sachen an dem Buch, die mich gestört haben, die ich nicht richtig verstanden habe, weil sie auch nicht näher erklärt wurden. Ein Buch, das mich deswegen auch zwiegespalten hat. Zu guter Letzt habe ich noch ein ganz dünnes Büchlein gelesen, und zwar Die unheimliche Bibliothek von Haruki Murakami. Dieses Buch ist illustriert von Kat Menschek und die Illustrationen sind wunderschön. Ich zeige euch mal ein, zwei Beispiele. Hier geht es um einen Jungen, der in der Bibliothek Bücher zurückbringt. Auf der Suche nach bestimmtem Lesestoff wird er in einen Bereich der Bibliothek geschickt, von dem er bisher gar nicht wusste, dass er existiert. In einem Raum dort sitzt ein alter und recht angsteinflößender Mann. Dieser Mann bringt dem Jungen den gewünschten Lesestoff und will ihn in einen Lesesaal bringen. Aber er führt ihn durch ein unterirdisches Labyrinth. Und in einem der Räume dort in diesem Labyrinth wird der Junge eingesperrt. Warum es so ist, ob der Junge noch anderen Figuren begegnet, ob und wenn ja, wie der Junge von dort fliehen kann, darüber lesen wir. Es war ein Buch, das sehr angenehm und, ja klar, ziemlich schnell zu lesen ging. Der Umfang ist nicht besonders groß. Ich hatte den Eindruck, ich lese über eine Geschichte, die sich irgendwo zwischen Realität und Traum befindet. Viele Gründe bzw. Hintergründe wurden in dieser Geschichte nicht wirklich offengelegt und ich hatte während des Lesens einige Fragen, aber in diesem Fall fand ich es nicht so schlimm, dass diese Fragen nicht beantwortet wurden. Also es wäre zwar hübsch gewesen, hätte ich mehr darüber erfahren, aber es hat die Geschichte jetzt auch nicht wirklich ruiniert. Eine ganz gute Zwischendurchlektüre, ich fand das Buch auch ganz gut, ich fand es in Ordnung, aber auch dieser Murakami konnte mich nicht wirklich begeistern. So, und das war es jetzt erstmal zum ersten Teil meines Lesemonats April. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mich gerne natürlich wieder wissen, ob ihr diese Bücher kennt, ob ihr sie gelesen habt, was eure Eindrücke sind. Und dann hoffe ich, sehen wir uns sehr bald zum zweiten Teil wieder, also zumindest noch bevor der Mai vorbei ist. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut. Tschüss!